Ach so, und ja, wie gesagt, viele haben, ein paar haben geschrieben, natürlich haben die meisten das mit dem, oh, Petrit hat sich, hat es gekifft oder so. Hey meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack. Ja, Craft, 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 gestern kam kein Video, an was liegt das denn bloß? Habe ich keinen Bock, what's up? Nein, Spaß. Das liegt daran, dass ich beim Wirt den Rotbiel zu Hause war und wir haben sehr viel produktive Sachen gemacht für YouTube, wie es so weitergehen soll. Und ja, wahrscheinlich sind jetzt haben viele auf dieses Video geklickt, um was über Couchcraft zu erfahren. Das werdet ihr auch im Laufe der Folge. Nur ich möchte erstmal kurz mich konzentrieren und gucken, wie ich das baue, denn das ist mir auch sehr wichtig. Und in dieser Folge werdet ihr erfahren, werdet ihr eigentlich alles erfahren, wie es mit Couchcraft weitergeht, wie wir die Resonanz von euch aufgenommen haben. Und ja, ne, wisst, was ich meine. So, auf jeden Fall habe ich bei Felix sogar 2 Tage gepennt, so richtig lange kam mir das vor. Wohl, ne, kam mir nicht lange vor, sondern lange nicht mehr 2 Tage gepennt bei jemandem. Und immer so ein Tag und dann pisse ich mich meistens nach Hause. Und ja. Also, Felix hat mir gerade auch die T-Shirt-Designs geschickt, die wir zusammen entworfen haben. Die werde ich jetzt gleich auch, nachdem ich die Folge gerendert habe. Und die wird auch nicht so lange sein, die Folge, weil ich so, es ist jetzt fast 19 Uhr. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen und ich will noch eine Folge euch liefern können. Deshalb, je schneller ich das fertig kriege, desto schneller erscheint dieses Video in auf eurer YouTube-Startseite und desto schneller könnt ihr euch das Video auch anschauen. So, und die T-Shirt-Designs werde ich auch gleich einreichen. Die sind so gut geworden, finde ich. Also das soll jetzt auch gar nicht so irgendwie eingebildet klingen. Die sind wirklich gut. Also die werden euch auf jeden Fall so gefallen, ne? Also mindestens ein Design wird euch einfach so richtig gefallen, wenn nicht mehr. Mir gefallen davon 3 Stück richtig gut. Das 4. ist auch richtig gut. Das werde ich mir natürlich auch zulegen, alle 4. Aber ist halt so mega Favorites, sind so 3 von mir. Und ich baue hier eine Höhle wegen einem Lagersystem. Also, naja, was heißt System? Halt Lager, ne? Und ja. Ja, so, erstmal gucken wir mal kurz. Husten, das Wetter ist wieder schlecht geworden, aber was soll man machen, Freunde, so ist das Leben, ne? Wie dem auch sei, dieses wie dem auch sei, Leute, ohne Witz. Auf jeden Fall, gab's gestern, haben wir gestern, ich bin halt ein bisschen aufgestanden so und dann wollte ich eigentlich nach Hause gehen erstmal. Da meinte so Felix, hey Petrit, lass Couchcraft aufnehmen. Ich war so, okay. Haben wir alles aufgebaut, war richtig viel Arbeit. Ohne Witz, dieses Couchcraft ist dann vielleicht so Craft Attack einfach. Boah, das ist ein Hollywood-Film, habe ich so das Gefühl. So Craft Attack ist wirklich so ein Ding, das machst du richtig schnell. So zack, 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 nimmst du auf, laberst über schöne Themen. Und da kannst du, was natürlich auch sehr unterhaltsam sein kann, renderst das schnell und Thumbnail, okay, je nachdem, wie viel Mühe man sich dann gibt, ne. Und dann ist das wieder oben, aber Couchcraft, das ist, wo wir uns zu zweit dann hingesetzt haben und das dann zusammen gemacht haben. Und das war einfach so viel Stundenarbeit, ey Leute, ohne Witz, richtig viel. Und ja, wer die Folge Craft, weil wenn ich weiß, was Couchcraft ist, ne, schaut einfach bei Felix vorbei, also Rotpilz, da seht ihr die erste Folge Couchcraft. Und wie wird das jetzt laufen? Couchcraft wird, wie wir das also so beredet haben, das werden wir auch in der Folge, Crafted-Folge von Felix sagen, jeden Sonntag kommen, einmal in der Woche, weil es halt so viel Arbeit ist, und wird halt um 18.30 Uhr immer kommen. Und ja, wird auch natürlich auch, wird, also die Stammgruppe ist so, Felix und ich werden immer, wie scheint, also werden immer, also ich werde auch immer da sein. Wir werden aber ab und zu auch Gäste einladen, sprich Hunger vielleicht, wenn er sich gezeigt hat, Revinzeit und so, wisst ihr, was ich meine? Und ja, wir werden das wahrscheinlich so machen. Mit Minecraft haben die Kameraperspektive, viele haben Kameraperspektive kritisiert, weil die von unten war. Das war ja diese Vlog-Kamera, die wir hatten, die haben wir auf den Boden gestellt, und unsere Spiegelreflex haben wir Spiegelreflex
haben wir recht gestellt, dass man uns auf Augenhöhe sehen konnte. Nur die hatte die erste Folge irgendwie nicht aufgenommen. Also ab der zweiten Folge ist das auch mit zwei Kameraperspektiven, die wir dann immer hinswitchen, rumswitchen. Und wir wollen das auch so machen. Anna, willst du was gerade? Du kommst gerade die Treppen hoch. Wir wollen das auch so machen, dass man, was wir fragen waren und Themen, dass das alles lustig wird. Und wir haben auch richtig viele Ideen, die wir da implementieren werden, uns schon überlegt. Und ich habe momentan, das ist das Projekt, was mir momentan auch wirklich am meisten Spaß macht. Felix und ich haben uns die Folge ungelogen 10, 11 Mal angeschaut. Einfach so, weil wir so stolz waren und, da wir es so lustig fanden, ja, haben wir uns das einfach angeschaut. Mehrmals. Und ja, jetzt kommt es zu der Sache. Lustig. In der Folge war ich ein bisschen, wie ein paar in die Kommentare geschrieben haben, mega komisch irgendwie. Manche haben geschrieben so, hä, hast du irgendwelche Drogen genommen? Hast du den Line Crack gezogen? Hast du ihn gekifft oder so? So kennt man dich doch gar nicht. Aber die Freunde, so kennt ihr mich nicht. Aber so kennt mich der Felix schon seit einem Jahr. Und das ist eigentlich bei mir mega normal, dass ich so drauf bin. Denn ich bin ein fröhlicher Mensch, der gerne viel lacht. Und einer hat geschrieben, ja, Petra, du bist mir voll irgendwie voll unsympathisch, weil das Lachen vollgestellt war. Hahaha. So Sache ist halt die. Meistens in Crafted passieren schon lustige Dinge, aber nicht so lustig, da ich so lache wie in Couchcraft. Couchcraft, die Tatsache, dass wir das aufgenommen haben und irgendwie so die neue Erfahrung, das fand ich so lustig, dass ich fand das mega lustig. Ich weiß nicht warum. Und das ist einfach meine normale Lache. Die kommt meistens zum Vorschein, wenn wirklich etwas mega abgefuckt lustig ist. Ich weiß nicht. Und nur damit ihr Bescheid wisst, so bin ich normal drauf. Das war ganz normal. Ich lache wirklich so und ich nehme keine Drogen. Und auch viele haben auch gelobt, fanden das so mega, mega lustig. Und die Folge hat auch nach 20 Stunden 14.000 Daumen nach oben. Mega, mega nice. Also, boah, das ist eine Resonanz, Freunde. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ach so, und ja, wie gesagt, viele haben, ein paar haben geschrieben, natürlich haben die meisten das mit dem, oh, Petrit hat sich, hat es gekifft oder so, aus Spaß geschrieben, ist mir auch natürlich auch klar, nur die Sache ist halt die, wenn das so oft da steht, kann man vielleicht denken, können Leute denken, die das zum ersten Mal da lesen und dann sehen sie sich die Kommentare an und dann lesen die da vermehrt, dass ich Drugs konsumiere aus Spaß, weil ich so komisch in der Folge war, dann könnten das halt Leute glauben und dann ist das ein bisschen blöd, ne? Weil es ja nicht stimmt. So. Jetzt habe ich hier das richtige Lager, das Lager schon, ne? Kann man, wisst ihr was? Das könnte man doch, ja, Anna, was gibt's? Ich nehme kurz noch ein Video auf. 3 Minuten, dann kannst du mein Handy haben, okay? Mach die Tür zu, dann. Dankeschön. Sehr schön, danke, Anna. Und die kriegt natürlich mein Handy nicht, aber, weil die noch so jung ist, aber, keine Ahnung, ich tue mal so, dass ich dir das gebe und dann, ne, überlege ich mir in der Zeit was anderes, wie ich die davon ablenken kann. Ich will nicht, dass meine Schwester, ne, ein bisschen, auf Handysuchtmodus geht. Auf jeden Fall, die Sache ist jetzt die. Wie gesagt, ihr könnt das natürlich auch Spaß schreiben, aber schreibt dann immer ein Smiley drin oder so, dass man erkennt, dass ihr das nicht ernst meint. Okay, Cobblestone, Stone Bricks or Oakwood. Auf jeden Fall, wenn wir das Konzept natürlich weiterführen, manche haben geschrieben, mit Revi wäre es lustiger, das juckt uns gar nicht, weil erstens wohnt Revi im Arsch der Welt, wie soll er denn jedes Mal kommen? Zweitens, verstehen sich Felix und ich so gut und wir wohnen so nah beieinander, wir wollen das einfach zu zweit machen und wir werden halt, wie gesagt, halt Gäste dazu holen. Deshalb, ja, hört auf, diese Kommentare zu schreiben. Die, weil, keine Ahnung, wir machen, was uns Spaß macht und das interessiert uns dann meistens nicht so, weil ihr könnt Felix zum Beispiel nicht zwingen, irgendwas zu machen, worauf der Kenzel keine Lust hat. Wisst ihr, was ich meine? Und deshalb genießt es einfach, schaut euch die Videos an und dann ist alles im grünen Bereich. Würde ich jetzt so mal sagen. So, ich habe gerade kein Holz mehr. So, wie lange nehme ich denn jetzt auf? 9 Minuten. Ich würde mal sagen, damit ich die Folge gleich noch schnell raushauen kann,
beende ich die Folge. Ich danke für deine Bedanke fürs Zuschauen. Lasst eine positive Bewertung da, aber 10-mal, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Folge Bad Wars, Craftech oder sonst was, was ich halt Bock drauf habe. Ja, haut rein. Tschö, bis zum nächsten Mal. Tschö.